Mein iPhone steht wieder im Regal und ich davor, aber nicht nur ich, sondern auch unsere Personalchefin Sibylle Gast. Und das ist eine Premiere. Dass Sibylle hier bei mir ist, hat gleich zwei Gründe, beziehungsweise es gibt zwei Themen. Das erste Thema, wir haben heute vor allen Mitarbeitern die Ergebnisse unserer Führungskräftebewertung vorgestellt. Alle Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, Führungskräfte, wir sagen auch Anführer, zu bewerten. Und die schöne Nachricht ist, es wurden ausschließlich Einsen und Zweien als Zeugnisnoten im Mittel vergeben. Das heißt, wir haben gute Anführer. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Das zweite Thema ist, dass wir allerhand neue und zusätzliche Köpfe suchen, insgesamt für 7 Positionen, und zwar für die Bereiche Werbung, für PR, für Social Media, obwohl wir gar nicht mehr so disziplinär denken. Weshalb wir eben auch Leute suchen, und zwar hier für Hamburg, die nicht mehr in diesen ehemaligen Disziplingrenzen denken, sondern über den Tellerrand schauen und vernetzter denken. Wir suchen darüber hinaus Persönlichkeiten, die für Kommunikation brennen, aber auch eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben wollen, wie man das heute so neudeutsch sagt. Und genau das bieten wir. Was bieten wir noch? Oh, noch eine ganze Menge mehr. Wir bieten wirklich viel, viel Weiterentwicklung und Qualifikation, Seminare für alle Level, Austauschabende. Da gibt es wirklich für jeden was. Außerdem bieten wir ganz viel Eigenverantwortung und natürlich auch Verantwortung, die man übernehmen kann. Und ganz große Möglichkeiten zur Mitgestaltung an seinem Job und an der Agentur. Und was wir noch haben, wir haben hier einen echt guten Team-Spirit. Ich habe schon einige Agenturen kennengelernt. Also alle Achtung, würde ich jetzt mal als Wortspiel sagen. Nein, es ist wirklich klasse hier. Bewerbt euch gerne. Es stehen noch nicht alle Profile im Netz. Das wird in den nächsten Tagen geschehen. Deswegen freue ich mich einfach auch schon auf Initiativbewerbungen. Und jetzt kannst du wieder runtersteigen, glaube ich. Anstrengend.